Ich habe etwas gesehen. Komm, komm, komm. Zack. Der Uruk wurde umgebracht. Wer glaubst du würde in einem Zweikampf gewinnen? Ein Elb oder ein Zauberer? Ist mir gleich. Ich könnte sie beide töten. Ein Zauberer müsste. Zack, da habe ich mir zusätzliche Ziele erfüllt. Ich irgendwas machen? Zum Glück bist du hier. Los, hilf mir! Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Bald bekommen wir den Befehl, zum anderen Vorposten zu marschieren. Ich hoffe, der Koch dort versteht es, Fisch zu kochen. Unsere ist grauenhaft. Bei ihm schmeckt alles nach Schrack. Ist ja kaum was hinten. Droblek hat seinen Kopf verloren, nachdem ich dem Hauptmann gesagt habe, wer seine Axt geklaut hat. Ich habe gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Sehr witzig. Wie wär's, wenn ich das Arme breche? Schneiden. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Komm, geh. Junge! Oh, hier ist aber eine Menge. Zerstörst, lassen wir dich mit bloßen Händen graben. Die Schaufel hast du absichtlich zerbrochen. Dafür bezahlst du mit Blut. Was? Habt ihr das gehört? Hallo, du da. Ja, ich bin schon dabei. Komm hier. Geschafft. Solche Qualen für eine einzige Einführung von Ausrüstung und Rettungsaufträge. Durch das Abschließen von Ausrüstung und Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausrüstung dir helfen, indem sie die Informationen überhaupt nur bringen und sie gegen ihre Peiniger wenden. Zerbrochene Schaufel. Diese Uruks haben mir gezeigt, was wahre Grausamkeit ist. Ratten. Waren wohl Ratten, ganz sicher. Du willst immer noch kämpfen? Dann bin ich dein Gegner. Hast du das gehört? Blutrache jetzt verfügbar. Bam! Ihr Menschen seid so schön. Fähigkeit freigeschaltet. Wuhu! Letzte Chance: Todesstoß, festnageln. Ich glaube, ich nehme die kritischen Treffer. Muss ich dort mit meinem Timing ein bisschen besser hinkommen? Nein. Ja. Ich will die Informationen sammeln. Dankeschön. Habe ich hier schon irgendwie Informationen? Zugurt der Abscheuliche. Ist bereits bekannt. Das Nagel der Fanatische. Hier noch irgendwie jemanden, den ich jetzt in so einem Doppelfeld brauche ich mit dem auf jeden Fall das anfällig für Kampftodesstöße, anfällig für Fernkampf, kann ich einen einzigen gespannten Schutzverantwortung getötet. Oh, sehr gut. Anfällig gegen und besten kann durch Todesstöße am Rücken sofort getötet werden.
Hassgude. Weigert unwürdigen Opfern den Todesstoß. Heilt sich kontinuierlich und schnell. Moment, klingt nicht so. Was war der andere? Saurons Armee. Anfällig für Kampfzustände oder Schaden durch Fernkampfangriffe. Okay, die sind beide durch Fernkampfangriffe verletzbar. Das ist ja mal interessant. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Was ist das? Greifes Nagel, die fanatischen. Nee. Ach. Das ist das. Schnellreise. Ein für Blutaufträge lassen sich die Tode anderer Spieler rächen. Geh zu, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Ah, ist ja geil. Das ist ja fett. Das haben sie echt geil gemacht. Wo habe ich denn diesen Blutrauchauftrag? Oh, hier oben, wo ich noch nicht freigeschaltet habe. Komme ich bis dahin? Anscheinend nicht. Und hops. Hops. Oder wenn für eine Überraschung gegen ihre Wahlen aus. Der Sieger dieses Überfalls erlangt macht, möchte dich einen Überfall einem Sohn, um ihn zu schwächen. Den kann ich mit einem einzigen Schuss töten. Ich kann aber einfach erstmal eine Runde in Sicherheit bleiben. Wo ist denn der andere? Sugar. Wollen es aber eigentlich zwei sein? Sugar, der Bescheid wird von Skaga aus der Gruppe überfallen. Wo ist denn Skaga aus der Grube? Ich nehme mal dich weg da. Du nervst mich nämlich jetzt schon. Anscheinend gibt es ja keinen. Machen wir es so. Zack. Überfall gelöst. Er kriegt aber jetzt andere Macht 9. Tü-tüm. So stark war er gar nicht. Kampfbericht. Tot. Aufsammeln. Tötet den Kopfschuss 30, Fokus zu regenerieren. Fokusregeneration natürlich nice. Fokusregenerationschance ist richtig fett. Da kann es nämlich länger dann im Slow Motion bleiben. Aber gibt es den Typen hier eigentlich noch? Ist dann wie eigentlich so der soll überfallen, aber irgendwie ist der Abscheuliche nicht dabei gewesen. Wenn ich den Tag und seine Kunststücke sehe, will ich ihm auch etwas Spaßiges zurückgeben. Wart es nur ab. Hä? Hier ist noch sowas eingezeichnet, aber... Da drüben hat sich etwas bewegt! Ist hier oben? Ah, ist hier oben.
Dietrich. Da. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Okay. Verbesserungen? Achso, ich kann hier was verbessern. Ich kann wieder so ein Schwertding holen, aber wozu? Ich habe keine Runen dafür. Ich spiele irgendwie nicht mit dem Schwert so richtig. Und das ist das Einzige, was ich hier gerade kaufen kann, deswegen ist mir das gerade egal. Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Die Ursache dieser seltsamen Geräusche finden. In Mordor ist es immer laut. Ignorier den Hauptmann einfach, er hat vor allem und jedem Schiss. Ist. Das ist wohl unter mir. Haben sich die Menschen so weit verbreitet? Sie haben uns kaum etwas entgegenzusetzen. Ein paar wenigen wie diesen geflohenen Sklaven gelingt es, die anderen in Rage zu versetzen. Wenn wir aus Mordor ausmarschieren, werden wir jeden einzelnen Elben niederschlagen, der noch übrig ist. Eines Tages wird sich niemand in diesem Land mehr an sie erinnern. Von Harondor bis Rhovanion soll es nur noch Uruks geben. Wo warst du? Stol Guldur dich gebraucht hat. Bin ich doof? Sturz betrunken, mit einem Kelch Grog in der Hand, wie immer. Zack. Irgendwie bin ich bescheuert, dumm das zu finden. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Heute sind es nicht einmal wert zu sterben. Ah, da geht's rein. Geh doch mal da rein. Ah. Tada! Nanichir, Gelaia Mordor. In Naruire Edil. Ach Gott, Höllenhetzer. Was sind das denn für Himmel über Mordors vertraue Spatz? Doch die Höllenhetzer bevölkern ihn noch nicht besonders lange. Lothrond. Das hatte ich doch alles gestern schon, lass mich verarschen. Das hatte ich doch wirklich alles gestern schon. Muss ich wirklich einmal antippen. Ach, die hatte ich doch alle schon. Hatte ich alles schon. Da, Gollum. Ich habe übrigens auch die Filme vom Hobbit noch nicht gesehen. Das muss ich auch noch nachholen. Deswegen habe ich es mit der Hintergrundgeschichte unter Umständen nicht so hart und kann noch nicht gerade sagen, ob es jetzt aussieht wie im Film oder nicht. Habe ich vergessen, schon alles angetippt. Merkwürdig. Hm, jetzt noch zweimal Elbengeschosse. So, gibt's hier auch irgendwie. Ah, da gibt's Infos. Oder da.
Gunzer Goldzahn. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht aufgedeckt. Es ist zu nass. Es ist zu kalt. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Sein Bettstein steht schon den halben Tag lang still. Er sagte mir, wann immer sein Schmiedefeuer auszukühlen drohe, würde er einen Sklavenmeister als Brennstoff hineinwerfen. Zack, zack, zack. Informationen sammeln. Effekt von Toten, das ist natürlich auch. Goldzahn aus der Grube. Unbekannter Hauptmann, unbekannter Hauptmann. Der Zaghafte. Unbekannter Hauptmann. Der Fanatische. Man kann durch Schleichtodesstöße sofort getötet werden. Kann ergriffen werden, ohne dass die Gesundheit niedrig sein muss. Und kann durch Kampftodesstöße sofort getötet werden. Ich will versuchen, mit dem Kampftodesstoß zu machen. Ach Quatsch. Da muss ich hin. So, wo ist der jetzt? Da ist der. Mal schnell reisen. Falls ich übrigens das letzte Mal ein wenig langsam war, tut mir das leid. Weil das war halt einfach schon mitten in der Nacht. Und es hat schon Ewigkeiten runtergeladen und so. Und ich war vielleicht auch ein wenig abgelenkt. Da war doch ein Geräusch. Okay, vielleicht bin ich jetzt immer noch. Okay, das ist erstmal. Zack. Wir stecken deinen Kopf auf einen Faden. Und zack, ich möchte nicht mehr gekriegt werden, dankeschön. Zack, weg mit dir. Zack! Nimm ein Ork weniger. Zack! Hä? Oh! Wow, shit! Reden. So, für wen, über wen erfahre ich denn jetzt mal was hier? Stärken und Schwächen bereits bekannt. Nehmen wir mal den hier. Garm der Metzger. Kann durch Kampftodesstöße sofort getötet werden. Natürlich gegen berittene Bestien. Kann durch Todesstöße von Rücken berittene Bestien sofort getötet werden. Die sind ziemlich cool, weil du springst einfach runter, kommst mit der Bestie reingerannt, springst runter und tötest ihn instant. Also, ich werde versuchen. Dankeschön. Ich will aber eigentlich ja gerade Nago den Fanatischen töten. Eindringling! Zula! Ich
Zack! Und weg mit dir. So scharf, dass sie ihm den Ich töte dich! Ja, annehmen. Spuren enden hier. Da sind sie! Moment mal kurz. Nein, nicht so. Der Fanatische hatte nicht Angst vor. Nee, kann durch Schleichtürschüsse sofort getötet werden, kann durch Kampftürschüsse sofort getötet werden. Ja, genau, so war das. Snargok. Hä? Hab nichts gemacht? Jagd gelöst? What? What the? Hat die Jagd erfolgreich abgeschlossen? Macht plus 40. Hass Karagor. Mich verarschen, ich habe überhaupt nichts machen können. All diese Bleichhäute verpesten die Luft auf Festung Marm. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn ein oder zwei fehlen. Wenn die Luft foltern ist. Dennoch, es ist ermüdend, sie immer zu anzuschreien und sicher zu gehen, dass sie keinen Ärger machen. Menschendreck! Endlich treffen wir uns und du erfüllst meine Erwartungen. Wieso erfülle ich seine Erwartung? Und Kampftodesstoß. Jetzt sag mir nicht, der hat gerade die Schwächigkeit verloren. Geh doch. Geht auch, Snage der Fanatische tot. Kampfbericht. Psst, da ist er wohl gestorben. Aber damit habe ich wieder kein Schwert bekommen. Ich habe nur 6 Macht bekommen für den ganzen Feindtötung. Also, wie hätte man sie denn da so schnell anschleichen sollen? Naja, wieder aus dem Bogen. Also, Uruk in der Nähe in die Flucht zu schlagen. Stufe 4 habe ich das schon. Jetzt habe ich Stufe 8. Da kann ich aber die Stufe 4 wohl umwandeln. Gegen das X. Ja. Annehmen. Brauche ich ja nicht, wenn ich die in der besseren Variante habe. So. Papapapam. Kruten des dunklen Herrschers zu schaffen. An diesem Tag meist die Rekruten lege ich in eigener Tod. Na komm, machen wir mal hier so eine Legende für dieses Schwert. Furcht vor Karagor. What? Moment. Gura. Unbeholfen, kann ergriffen werden, anfällig für Kriegen. Ja. Die hat ja vor allem Angst. Ich bleib hier. Und zack.
Und wieder einer tot. Ist schon ganz schön ausgedünnt, den ihre Aufgestellten. Der wird hier aufzunehmen, brauchen wir 70% Gesundheit wieder her. Aber eigentlich wollte ich ja gerade dahin. Es ist einfach nur Zufall, dass der gerade voll vor die Fresse gerannt ist. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Da müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Ne, komm. Der Feind der eine macht sich an ihre Kugeln der Dunkelheit zu schaffen. An diesem ist eine Kunde in ihren eigenen Tod. So, zusätzlich richte ich mit einem Nahkampfangriff hin. Hab ich da gehört? Alle gehören. Ich muss das leuchten. Was? Hingerichtet? Yep. Das ist hingerichtet. Entfahr das Leuchtfeuer! Also auch hingerichtet? Du, wir treten das Übungsgelände, lol. Ich hab mir einen guten Kampf erhofft. Zack! Du kannst mitten in der Konterbewegung gehen. Nope. Zack! Wo sind denn die Rekruten eigentlich? Ah, hier sind so viele Speerträger. Wo muss ich hin? Nein, nicht darunter. Ups, zack, 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 zack. Töte alle Rekruten. Was sind denn alle Rekruten? Au. Au. Du bist mir im Weg. Eieieiei. Welche Rekruten? Lol. Abgeschlossen. Sehr geil. In die Ecke. Ehrlich, in die Ecke geleitet. Waffenverbesserung. Dem ist ja immer Miriam zu halten. Den hier gab. Weiß ich doch schon. Machtprobe ist verfügbar. Oh je. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Sehr gut. Bin ich ja direkt hier oben. Ach, Rett.